Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wie immer hier recht herzlich im Fuchsbau zu The Witcher Enhanced Edition. Letztes Mal haben wir in Rabes Grufteingang aufgehört und uns noch ein paar Tränkchen zubereitet, um den tollen Grüftchen-Krams hier zu bestehen. Und ich würde sagen, wir ziehen uns dann gleich mal ein paar unserer Gebräue rein. Eigentlich reicht erstmal eine Katze, wenn ich sie wieder finde. Schwalbe, 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 wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Da. Schwupp. Hau weg die Scheiße, Geralt, und los geht das. So, mal gucken, was uns hier so erwartet. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht sehr viel. Oh Gott. Guten Tag, guten Tag. Den schnellen oder den harten Stil? Warte, du kriegst mal den starken Stil, glaube ich, ne? Dass du mal auf mich hier hinterrückst. Oh, das ist schön. Stufenanstieg freut mich doch immer sehr. Noch einer. Muss ich euch alle einzeln wegprügeln? Ja, soll mir recht sein, ne? Zack, bumm. So, ein bisschen Zutaten sammeln hier wieder. Soll nichts verkommen, ne? Na, na. Schön einsammeln alles. Nicht, dass das hier schlecht wird. Okay, hier backt das ein bisschen aus. So. Ja, guten Tag. Ne? Was ist denn hier los? Brauche ich bei euch den, brauche ich den schnellen, ne? Ja, komm, auf. Auf geht das. Ja, nicht wegrennen. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Tschüss. Na komm. Was seid ihr denn für Gegner? Ihr macht da gar nichts, außer mich angucken und wieder wegfliegen. Also mega gruselig. Oh gut, doch, die hauen hin und wieder langsamer nach einem, so, ne? Wie viele von euch gibt's denn hier? Ein paar mehr, wa? Ey, nicht wegfahren! Hallo! Ich sehe schon, das wird sich hier so ein bisschen hinziehen, habe ich das Gefühl. Jetzt komm her! Leute! Hier, Gruppenstil und los! Wie soll man euch denn umbringen, wenn ihr hier rumfahrt wie sonst was? Na komm. So, der ist weg. Dann ist hier noch. Komm, ihr beiden. Das wird schon zählen als die beiden. Ja, guck mal, es sind sogar drei jetzt. Oh, du bist ein Giftgeist, eine Gifterscheinung. Wupp, und weg ist er. Komm, du kannst auch nicht auf ewig fliehen. Das Gefühl, es sind ein bisschen viele Geisterchen hier drin, ne? Ich wollte doch hier nur Rabes. Naja, egal. So, hier an der Wand kannst du nicht fliehen. Hier gibt es keinen Kommen mehr. Du auch noch? Ja, nix ist hier. Was seid ihr für feige Pissgeister? Das gibt's doch nicht. Oh nein, ein Hexer. Ja gut, dann hätten sie sich doch eigentlich auch von vornherein gar nicht erst mit uns anlegen sollen. Verstehe ich nicht. Na egal. Wir bereiten ihnen ein Ende. Dann sind die glücklich. Wir sind glücklich. Vor allen Dingen können wir irgendeine Nebenquest hier noch abgeben. Irgendwas sollte ich dann nämlich einsammeln. Ich weiß zwar nicht mehr genau was, aber ich denke, es sollte inzwischen schon genug bei rumgekommen sein. Ich habe dreimal so einen Staub. Na komm. Natürlich kein Staub mehr dabei. Was habe ich fallen lassen? Irgendwie hat er gerade gemeckert. So, hier. Häutbare Gegenstände verfügbar. Was ist das denn hier für ein schönes Ding? Kreis des rollenden Felsens. Wie nett. Ist hier sonst nichts drin? Keine Kiste, kein gar nichts? Wo habe ich mich denn hier geprügelt? Ah, cool. Na, immerhin. Noch eine Erscheinung. Na, komm ran. Hab dich wieder gegen eine Wand gedrängt. Es hörte sich gerade so an, als wären noch mehr erschienen, aber nee. Dann ist es ja gut. So, also mal. Schön hier gucken, aber hier ist wirklich nichts. Hier ist noch eine Kiste. Geht's hier, aber ich muss mal gerade gucken auf der Map.
Hier ist auch Ende. Hier geht's nicht weiter. Na gut. Aber hier ist noch ein Kistchen. Ne? Ja, toll, mit dem Schinkenbrot drin. Da kannst du behalten. Will ich nicht. Sonst ist hier nichts. Hier ist... Oh doch, das Rabes Grab. Supp! Jo, ein paar Steinchen wegkicken. Jo, moin, ne? Ich guck mal gerade, ob ich hier noch mehr von euch... Dödeln hier. Einer gegen die Wand gehen. Na, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber... Sah ein bisschen so aus, ne? Ah, guck mal, jetzt seid ihr schon drei. So, versammelt euch mal um mich rum, bitte. Och, mein Gott. Gut, dann wieder den schnellen Stil. Und gegen die Wand pressen. Das ist wohl die beste Methode, hier irgendwie voranzukommen. Bei euch versuche ich es nochmal mit dem Gruppenstil. Ihr steht gerade so schön zusammen. Och, Mann. Hört auf, abzuhauen. Was ist denn für Gegner? Ist ja furchtbar. Die Geister von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ey. So, jetzt ist hier Ruhe. Bisschen looten. Bisschen Ektoplasma hier einsammeln. Noch habe ich Platz. Zack. Okidoki. Ja, moin. Warte, du kriegst den starken Stil. Moment, 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 langsam. Warte, Y, jetzt aber. Kriegen wir alles hin. Wir nähern uns unaufhaltsam dem von uns gesuchten Grab. Oh, what the fuck, ein Basilisk. Aber die habe ich hier drin jetzt nicht gerechnet, muss ich mal gestehen, aber schön. Die Badass-Wivern hier. Zack. So. Jetzt gehe ich gerade mal noch hier lang und gucke, ob hier noch mehr spawnt. Meistens hat man das ja, man läuft einmal noch rum und dann spawnt da noch mehr. Erstmal Überreste aufsammeln. Nicht, dass hier was verkommt. So, mal einmal Überrest. Was ist das denn? Ach ja, hier so coole Schuppen. Rabes Grab. Da haben wir einmal Überreste von Rabes Rüstung. Unter Verwendung komplexer Technologie hergestellte, qualitativ hochwertige Rüstungsteile. Schulter, Armröhre und Handschuh. Ja, gut, ne? Jetzt brauche ich nur noch zwei Funktionslegierungen und Stahlfasser irgendwas Gedöns. Was ist das? Buch des Donners. Auszug aus Kaer Morhen. Gestohlene Hexergeheimnis. Enthält Formel für Tränke. Ja, sehr gerne. Donner, Stärke, Vollmond, Würger, Vampiröl. Hatten wir doch alle schon, oder nicht? Naja, gut. Warum nicht? Können wir wieder wegschmeißen, unsere schönen Hexergeheimnisse hier einfach am Boden liegen lassen. Aber was soll's. Kennen wir ja schon. So, jetzt können wir die Grabesinschrift noch lesen. Hier ruht der Hexer, bekannt als Raven. Oder Raven. Ein großartiger Krieger und Verteidiger des Schwachen. Geehrt sei sein Name. Ja, ne? So. Gucken wir mal, ob es hier noch mehr gibt in dieser wunderbaren Gruft. Ja, wir können noch gerade durchlaufen. Da gibt es auch noch irgendwas. Machen wir das doch. Kann man auf die Uhr gucken. Noch 10 Minuten. Da schaffen wir es bestimmt auch noch, dieses Gnomengerät zu finden. Was ist hier los? Nö, ne? Erstmal Geld looten. So, wie sieht das aus? Vielleicht seid ihr heute mal mutig und greift mich an. Ne? Wieder wegbacken? Soll mir auch recht sein. Na komm. Komm schon, Gruppenstil. Gruppenstil. Gerald, schenk dich mal ein bisschen an. Die hauen ab. Oh, das ist fein. So ist fein. So, du kriegst den schnellen Stil. Warte, X. Komm her. Ja, da flippt er auch schon wieder weg. Was ist das denn, ey? Na komm ran. Na komm ran. Jo, machst du fein, ne? Machst du süß, jo. Komm ran. Los, fetter It hier. So. Wir müssen die ja eh umbringen für irgendeinen Vertrag. Ich weiß noch nicht mehr, was wir davon einsammeln sollen. Wahrscheinlich brauchen wir nämlich einen Eintrag und den haben wir nicht. Und deswegen kriegen wir nicht das, was wir sollen. Oder es war einfach nur verdammt viel. Von dem Zeug, glaube ich. Ektoplasma.
muss mal gucken. Erscheinungen, Vertrag. Wo ist er? Ich muss Kalkstein aufsuchen und meine Belohnung. Ach so, das hatten wir schon vorher. Na, wie super. Mist. Kreis des inneren Feuers. Juhu. Und hier gibt's noch Schatztruhen. Na, immerhin. Oh, toll, da ist ein Käse drin. Was soll ich denn damit? Und noch eine Leiche. Na, immerhin. Die hat ein Bier dabei, aber das will ich jetzt auch ungern noch trinken. So ein altes, abgestandenes Gammelbier. Das kann er behalten. Ja, cool, ne? Oh, richtig cool jetzt. Das hat auch nicht mehr so viel rausgehauen. Gut, können wir ja hier das Grüft... Oh, warte, hier ist noch eine Gruft. Hier ist noch eine Gruft. Ja, da ist auch mal Geld drin. Und ein Schinkenbrot. Schinken. So, wie geht das hier raus? Wo geht das hier raus? Da. Okay. Ja, wie jetzt? Was ist das denn jetzt hier? X, nee, Y. So, komm mal ran hier. Ich wollte doch nur noch die Gruft verlassen, was? Man, oh du. Ich den Ausgang finde. So, hier lang. Kann man das auch kaputt machen? Ich muss mal gerade gucken. Sieht verdächtig aus. Haha! Eure Geheimnisse. Ach nein. Erstmal alle zum Vorschein bringen. Oha. Warte. Dich mache ich einzeln weg, weil du keine Erscheinung bist. So, Erscheinungen werden jetzt gegruppenstealt, hoffentlich. Ja, ihr stellt euch ja schon alle so schön hier in einem Eckchen auf. Das muss ja klappen. Ja, da geht's doch los. Naja, irgendwie nicht. Ach Leute, kommt, ein bisschen Gruppenstil. Seid doch mal ein bisschen Gruppenstil-freundlich hier. Du auch da. Kleiner du. Schwupp. So. Der fährt weg. Du hast auch... Ich laufe mal gerade noch rum, ne? Ihr wisst ja, wie das ist hier. Da piert wahrscheinlich gleich noch irgendwas. Ach, hier geht's auch noch weiter. Auch noch. Eieiei. Gut, dann mache ich mal den Rest einzeln. So, du auch noch. Na, komm ran. Oh, ey. Was ist denn mit eurer KI los? Das kann auch so nicht gewollt sein. Ihr seid ja strunzendämlich. Oh, ich glaube, da ist noch einer aufgetaucht. Ne, es klang wieder nur so. Gut. Hier ist nichts drin. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber naja. Man muss sich als Hexe an Enttäuschungen gewöhnen. Ein bisschen Zeugs, noch ein bisschen Zeugs. Oh. Häutbare Gegenstände. Ich frage mich, wie er es schafft, einen Geist zu häuten. Das kann er mir bei Zeiten dann mal erklären. So, eine alte Truhe mit einem Stein drin. Yo, what else? Und noch eine alte Truhe mit ein bisschen Geld drin. Ich frage mich auch, wo unsere ganze Kohle hin ist. Ach ja, wir hatten ja 7000 und ich wundere mich, warum das mal schlagartig so doll weniger wird. Aber wir geben ja die ganze Zeit den lustigen... Dödeln da ihre Kohle von ihrer Cousine. Na geil, zwei Orens, ey. Ich dreh gleich durch. Ich kann den Reichtum gar nicht fassen, den wir hier finden. So, du. Schon mal schön ruhig. Na, ich wusste doch, dass hier noch mehr kommt. Und drauf geht's. Oh, warte, warte. Hier können wir Gruppenstil machen. Da machen wir Gruppenstil. Ups. Dann ist hier auch schnell Ruhe. Wir bleiben doch bei Gruppenziel. Hört ja gar nicht auf hier. Kommen wir nochmal richtig was an Erfahrungspunkten zusammen. Ja, unglaublich. Oh, wie am Abgehen ist, ey. Bop, bop, bop. So, ich glaube, du bist der Letzte. Du kriegst jetzt den starken Stil rein. Den starken Stil ins Gesicht. Bups. So, jetzt ist aber hier Schluss, ne? Moment, diese Wand sieht verdächtig aus. Ja, ein Glück sieht sie auch nur so aus. So, was ist das? Bärenfett. Qualitativ äußerst hochwertiger Grundstoff. Ja, von mir aus, ne? Bevor wir es hier liegen lassen. Teil einer Rüstung. Teil einer Rüstung aus einer seltenen Legierung. Sieht sehr alt aus. Ja, brauchen wir irgendwie anscheinend gar nicht, weil wir...
Rabes Gedöns schon haben, aber ey, was soll's, ne? Ich glaube, das ist, wenn man auf der Menschenseite, wir haben uns ja für die Anderlinge entschieden, wie man ja unschwer mitbekommen hat. Und wenn man auf der Menschenseite spielt, dann braucht man nämlich nicht das Gnomen, komische Gedöns, sondern da braucht man wahrscheinlich dieses alte Rüstungsteil, was wir gerade gefunden haben. Würde Sinn ergeben, weil wir werden es nicht benötigen. Aber wir haben es trotzdem gefunden. So kann es gehen. Gut, dann ist hier noch eine alte Truhe. Da war, glaube ich, genau, da war nur noch was zu trinken drin. Beiden Überreste und dann können wir jetzt diese Höhle verlassen. Wenn ich den Ausgang finde. Alles klar. Ah, wir waren ja schon mal am Ausgang. Dann habe ich ja diese Mauer entdeckt. Und dachte mir, machen wir sie auch nochmal kaputt. So, nix wie raus. Ich gucke jetzt mal gerade noch auf die Uhr. Oh, 3 Minuten und 30 Sekunden. Oh, geht noch was. Vielleicht schaffen wir es noch, das letzte Geldsäckelchen abzugeben. Oh, es regnet. So muss das. So, einmal ein Schluck Tee. Dann machen wir Samt und Gold. Und besuchen jetzt noch Fetter Buse. Der Mann mit dem unflätigen Namen. Der befindet sich in dieser Flüchtlingshöhle. Die sich irgendwo da hinten befindet. Ach. Bei den ganzen tollen Gegnern. Ach, was sonst. Erstmal wieder alles ignorieren. So, hier ist sie. Okay. Darf ich da rein? Nein. Natürlich nicht. Ich muss erst wieder alles umbringen. Schneller Stil und rauf. Ich finde es ja auch süß, dass die inzwischen Angst vor mir haben und so, aber... Darf ich rein? Was ist denn da noch? Ich sehe nichts. Na gut, der hier, der könnte gelten. So, der Rest... Na gut, jetzt kommt er hier ran. Gut. Auch noch. Wie geht es zur Platz? Das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Ich bin zu doof, die Höhle wieder zu finden. Da ist sie. Na, Geralt. Rein, genau. Passt doch perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Da ist auch Fetter Buse. Scheiße. Der Name ist immer noch irgendwie ungelungen, muss ich mal. Oh mein Gott, Fledermäuse. Ey, Busemann, aufstehen. Hexer Geralt? Ja? Das ist mein Name, Mann. Stimmt es, dass ihr Zugang zu Folterts Hof habt? Der König hat mich angeheuert. Das kümmert mich nicht. Ich wüsste nur gern, ob ihr dort meine reizende Base Antoinette getroffen habt. Base? Oh Gott, ey. Hier ist ein Gold. Hier ist euer Gold. Vielen Dank. Ja, was macht man hier alles, ne? Ich habe Fetter Buse das Geld gebracht. Jetzt soll ich den Söldnerhauptmann in Visimir aufsuchen, um meine Belohnung abzuholen. Mhm. Da bin ich immer gespannt. Das machen wir dann, wenn wir das Gnomending auch wegbringen. Oh, ein paar Steinchen. Ein Kastenbrot. Brauchen wir nicht. Was hast du denn hier sonst noch so? Pilze, Pilze, Pilze. Gibt's hier noch irgendwas? Oder war es das? Das scheint das mal echt. Hier geht's noch rein. Hier könnte noch was. Ne, hier ist einfach Ende. Ist schon ein bisschen langweilig, ne? Vetter Buse, was machst du denn hier so ganz alleine? Den ganzen Tag in der Höhle. Ist ja mega langweilig. Na gut, wir haben jetzt irgendwie noch 30 Sekunden. Ich würde sagen, wir machen dann noch 30 Sekunden früher Schluss, weil es lohnt sich jetzt nicht noch irgendwas anzufangen. Und da würde ich mal sagen, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Kommentare und Feedback wie immer unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann hoffentlich endlich Rabes Rüstung zusammenschmieden können. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, euer Blaufuchs.